SBB Ciao. So, herzlich grüße ich auch. Das ist auch Schleswig-Holstein. Ich alle hier. Ja, genau. Also recht herzlich willkommen im Namen von Redevent, von ZRT Bahnreisen und von SBB Charter Tour Operating. Gut, wie nennen Sie vielleicht? SBB Charter, Redevent, ZRT und auch Tauschbauer, Lebensbau und Schiffsfahrer. Roman von Eisenstadt, der Top-Jahr-Büßer, der Fahrtklick, wie das so relativ scheiße hat. Schon unter dem Motto Züge, Schiffe, Autos. Bereitschaft erklärt, da helfen wir auch mit. Das ist eine spannende Geschichte. Und dann sind wir da, wo gehen wir hin? Und dann haben wir das Hafenfest im Kopf gehabt. Das findet doch immer Samstag, Sonntag statt. Die sind doch sicher mit ihren Beigaben schon da. Könnten wir doch etwas kombinieren. Und dann haben wir, wie es eben so üblich ist, in den letzten paar Monaten über Teams. Und es freut mich sehr, dass Sie der Einladung vom Fahrtrend gefolgt sind und mir Ihnen die 20 Gruppen der Verkaufbahn vorstellen. Da kommt gerade mein Geil, das ist der Stefan Björnemann. Er ist langjähriger Geil, macht immer sehr erfolgreiche Führungen, erklärt die Fahrzeuge und für Gäste. Da freue ich mich sehr, sehr. Mit 300 schon 12 hört sich relativ einfach an, aber das sind über 100 Meter in der Sekunde, wenn das Auto ausgerastet ist.
Nun, das ist so kurz. Zwei Grundsachen zu der Verantwortung. Das ist im Moment alles. Das Wort Tor. Thank you.
besser, wenn es dich gesehen hat. Und mit der Idee, dass wir zusammenarbeiten miteinander, dass wir gemeinsam das Marketing aufgleisen. Und heute haben wir eigentlich den Start und wir sind so was von stolz, dass alle Schiffe da draussen stehen. Das hat es noch nie gegeben, die MSÖ steht da. Ja, also gerade im Außendeck kann man sich wunderbar noch verteilen. Das ist wunderbar möglich. Nennen wir blauen Salon, das ist den blauen Leder und die blaue Einrichtung. Teppiche. Halt, vorsichtig, das muss man nicht machen. Ja. Der Chef ist gebaut 1913 von Rescheris Zürich. Hat einen deutschen Namen und wir fahren unter österreichischer Flagge, also sind wir international unterwegs. Bodensee ist das. Das muss sein. Ja. Jetzt haben wir hinten haben wir noch den Hecksalon, wenn Sie mir das folgen würden. So, bitteschön. Servus, hallo. Servus, hallo. Oder grüezi, wir sind in der Schweiz. Machst du die Höchststimme an? Um die Angriffsfläche zu verringern, haben wir das ja ein bisschen tiefer gesetzt. Der Salon wurde nachgebaut von 1913 aus dem Dampfschiff Friedrichshafen, originalgetreu nach Originalplänen. Der Fußboden ist Mooreiche, die Holzarbeiten oben, das ist Bodenseekirsch, mittlerweile ziemlich vergilbt. Wundervoll da. Sehr schön, Werner. Was meinen Sie zu dem tollen Tag? Mir gefällt der Tag sehr gut. Wir sind mit dem Zügel gefahren, dann sind wir das Auto anschauen, dann sind wir bei dem Schiff. Bermeninger ist mein Name, gefällt mir sehr gut. Wir können dann auch mal Töpfe holen. Ja, kommen Sie gut. Ja, Sie sind herzlich eingeladen. Danke Ihnen vielmals. So, ja. Sie stehen auf den Planken, die sind 5 cm dick, das heißt, wir haben durchgehend im Schiff ein Holzdeck. Also wenn Sie unten an die Decke schauen, dann sehen Sie die Unterseite von den Planken. Auf der Oberseite haben wir die lackiert, damit das Wasser besser abrinnt und pflegeleichter ist. Die Fugen ist ein Kunstkautschuk. Das heißt, auf unseren Schiffen ist das Betreten mit Stöckeln schon verboten. Wegen eigener Gefahr, wegen Verletzung, wenn man da stecken bleibt mit den Schuhen, kann man sich Knöchel brechen. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Das alte Stellwerk von Amazon.